Willkommen zum nächsten Kapitel unserer Vorlesung. Es trägt den Titel Attention, also aufmerksam sein. Warum sollen künstliche neuronale Netze aufmerksam sein? Naja, bisher hatten wir neuronale Netze. Das waren eigentlich oder das sind eigentlich relativ dumme Maschinen, denen wir ein Programm beibringen und dann wird sie angestoßen und dann spulen sie dieses Programm einfach ab. Ein Netz, das Attention hat, ein Netz, das aufmerksam ist, das sollte in der Lage sein, seine Umgebung anzuschauen, sich selbst anzuschauen und dann vielleicht zu entscheiden, wie verhalte ich mich denn jetzt in dem Zustand, in dem ich gerade bin, in dem Kontext, der um mich herum gerade existiert. Und das bedeutet, die Zukunft des neuronalen Netzes hängt ja nicht mehr einfach von dem Programm ab, dass da abgespult wird, sondern die Zukunft des neuronalen Netzes, die hängt ab von seinem eigenen Zustand. Das ist vielleicht das Programm, das abgespult wird, aber eben auch vom Kontext. Es ist aufmerksam auf das, was um es herum passiert und verändert somit seine Zukunft. Das heißt, solche Attention-Netze sind zum ersten Mal neuronale Netze, die tatsächlich zumindest ein kleines Stück weit in der Lage sind, über ihre eigene Zukunft zu entscheiden. Nicht nur einfach dumme Maschinen, die ein Programm abspielen. Das Ganze ist gar nicht so schwer umzusetzen und ist eine ziemlich coole Geschichte, die auch heute zurzeit gerade sehr wichtig ist und viele, viele neuronale Netze, von den neuen neuronalen Netzen, die zurzeit publiziert werden, sind Netze, die zum wichtigsten Teil auf Attention basieren. Aber das wird dann erst das nächste Kapitel sein. Da unten die Transformer-Netze, die Self-Attention machen. Heute schauen wir uns erstmal die Grundlage der Attention an. Die bauen nämlich auf, im Prinzip auf den rekurrenten neuronalen Netzen. Die Grundidee der Attention kommt aus der Machine Translation. Das, was sie selber ja schon programmiert haben, das Sequence-to-Sequence-Network. Also, los geht's. Attention, please. Wo kommt die ganze Idee her? Wir gehen nochmal den Schritt zurück zu unseren Autoencodern. Ja, das Bildchen von unserer Eieruhr hier, unserer Sanduhr mit dem Bottleneck, das kennen Sie noch. Unsere Autoencoder bestehen aus dem Trichter, dem Encoder und dem Decoder und dazwischen haben wir das Bottleneck. Und wir hatten ja bei allen Autoencodern letzten Endes das Bottleneck hier identifiziert als was besonders Wichtiges, weil das sorgt für Abstraktion, das sorgt dafür, dass die Vielzahl an Rauschen und an Informationen und an Mustern, die da oben reinkommen, verdichtet werden auf das, was wichtig ist, das dann vom Decoder wieder interpretiert wird, um was anderes daraus zu machen. Gleichzeitig hatten wir aber auch gesehen, schon bei den 10N Autoencodern, dass das Bottleneck natürlich auch ein Problem ist, weil es geht vielleicht nicht die ganze Information dadurch. Ja, mir fehlt da unten vielleicht Information, die am Bottleneck verloren geht. Und wir hatten 10N-Autoencoder gemacht, generative 10Ns als Decoder, die mit Informationen hier außenrum gefüttert wurden, die also so einen Bypass hier gelegt haben oder einen Shortcut, einen Bypass, der um das Bottleneck rumgeht und der unseren Decoder mit Zusatzinformationen versorgt. Beim 10N kann man sich das relativ leicht implementieren. Ja, wir hatten einfach ein paar der Feature Maps, die es hier oben gab, da unten wieder mit reingesteckt und dann ist die Information da. Jetzt wollen wir das Ganze mit RNNs machen. Die nächste Folie gehen. Geht nicht. Warum geht es nicht? Weil ich keine Maus habe. Also. Gehen wir mal auf die nächste Folie. Wir probieren das Ganze mit dem RNN. Wie bekommen wir die Information von da oben nach da unten? Dazu schauen wir uns nochmal unsere Sequence-to-Sequence-Architektur an. In der Darstellung von Christopher Ola, ja, wir haben den Encoder, das Encoder-RNN, wir haben das Decoder-RNN und wir übergeben lediglich den Hidden State, also den letzten Output meines Encoder-RNNs,
Und im Falle LSTM übergeben wir auch noch den Cell State, das, was innen drin gespeichert ist. Tatsächlich ist es gar nicht ganz so wichtig, ja, weil letzten Endes ist der Cell State ja auch nichts anderes als der Hidden State, nur dass da noch ein Tangens-Hyperbolicus drauf gerechnet war. Also insofern, deshalb ist tatsächlich das gar nicht ganz so wichtig und deshalb funktionieren zum Beispiel Crews, die diesen Cell State nicht haben, genauso gut wie LSTMs. Das Ganze unrolled, aufgerollt, durch die Zeit aufgerollt, sieht schon ein bisschen besser aus. Da sieht man ein bisschen mehr. Ja, wir haben unser Encoder-Netzwerk, das über die Zeit Schritte arbeitet. Der letzte State wird an den Decoder gegeben und der Decoder bekommt hier den Tritt und spult dann sein Programm ab, basierend auf dem Startwert hier, auf den Startwerten. Und spuckt da oben wieder die Hidden States aus, also den Output der RNN-Units. Wenn wir jetzt Informationen bypassen wollen, dann heißt das ja, wir müssen diesen strengen Informationsfluss umgehen. Also wir müssen Informationen, die hier rauskommt, unsere Hidden States, die haben wir immer weggeworfen in unserer Darstellung oder bei unseren Netzen. Die müssen wir jetzt eigentlich nehmen und da oben mit als Input verwenden. Ja, also, wenn wir diesen Output hier jeweils da oben zusätzlich als Input verwenden würden, dann hätten wir Informationen um das Bottleneck rumgebracht. Und genau das ist das, was wir wollen. Ja, das heißt, wir gehen jetzt einfach her und sagen, okay, nimm nicht einfach nur den letzten Hidden State hier, nachdem die ganze Encoder-Sequenz durchgelaufen ist, sondern sammle während der läuft alle Hidden States ein und nimm die alle als Input. Kann man machen, funktioniert nicht. Ja, warum? Da kommt unglaublich viel Zeugs. Ja, da kommt unglaublich viel Information, die sich widerspricht. Da kommen Muster. Wenn ich das alles als Input nehme, dann ist das hier oben einfach überladen und da ist zwar theoretisch irgendwie die ganze Information drin, aber das ist dann ja wie die Nadel im Heuhaufen. Ja, da ist viel zu viel Rauschen da, viel zu viel Input da, als dass der Decoder noch in der Lage sein könnte, das tatsächlich zu finden, das Stückchen zu finden, was wichtig ist hier für die Entscheidung. Also einfach nur das alles durchschleusen. Das geht leider Gottes nicht. Ja, ich habe hier mal noch den zweiten Schritt reingemalt. Das würde bedeuten, eben im zweiten Schritt machen wir es genauso. Den ganzen Input nach da. Aber auch da wieder, so geht es leider nicht mehr. Wir müssen ein bisschen mehr nachdenken. Das heißt, wir dürfen nicht nur einfach das Stumpfe machen und sagen, wir nehmen jetzt den ganzen Output und packen den hier rein. Man könnte natürlich hergehen und sagen, warum machen wir das nicht? Quasi die letzte auf die erste, die vorletzte auf die zweite und so weiter. Ja, weil das vielleicht auch nicht geht. Ja, wenn wir das 1 zu 1 mappen, dann würde das bedeuten, dass wir unterstellen, dass die Sequenzen 1 zu 1 gleich sind. Wenn Sie jetzt wieder an Machine Translation denken, würde das bedeuten, wir übersetzen einen Satz, indem wir Wort für Wort übersetzen. Wenn das ginge, also wenn Sie ein Problem haben, in dem das funktioniert, indem Sie wirklich ein Wort nach dem anderen übersetzen und dann den Satz in der anderen Sprache bekommen, dann wäre das vermutlich eine clevere Idee, das so zu machen. Ja, dann wäre es eine clevere Idee zu sagen, ich verknüpfe das Letzte mit dem Ersten, das Vorletzte mit dem Zweiten, das Vorvorletzte mit dem Dritten und so weiter. Aber das ist auch ein billiges Problem. Ja, echte Probleme sind nicht so einfach. Echte Probleme sind so, dass die Sequenz eben anders ist. Die kann ja auch unterschiedlich lang sein als die zum Beispiel. Und wenn ich immer diesen Fächer mache, dann geht es nicht. Was ist die Lösung? Die Lösung ist, wir brauchen Attention. Wir brauchen Aufmerksamkeit. Das heißt, wir müssen uns überlegen, wie bekommen wir denn das neuronale Netz dazu, wenn es jetzt hier den ganzen Input bekommt, also diese Unit hier bekommt den ganzen Input vom Encoder, alle Encoder States, die gesammelten Encoder States, aber es soll eben nicht auf alle Encoder States gleich achten, sondern wir sagen ihm mit, achte doch aber mal ganz besonders vielleicht auf den mittleren.
Dazu brauchen wir sogenannte Attention Weights oder Attention Faktoren, also Aufmerksamkeitsfaktoren, die uns eben sagen, hier zum Beispiel, achte du mal hauptsächlich auf den und so ein bisschen vielleicht noch auf die anderen, auf den gar nicht. Ja? Also wenn wir solche Attention Faktoren hätten und wenn wir gewichten könnten, sinnvoll, auf welchen Zeitschritt der Decoder in seinem aktuellen Zeitschritt gerade besonders Acht geben muss, dann könnte das wieder funktionieren. Und genau das machen wir jetzt. Ja, jetzt müssen wir nur überlegen, wo wir diese Attention-Faktoren herbekommen. Und dazu möchte ich auch noch mal eine andere Darstellung mit Ihnen machen. Nein, dazu schauen wir uns erst noch mal Christopher Ola an hier. Mal gucken, ob ich auf die Seite komme. Ja, das ist ja scharf. Christopher Ola schauen wir uns an. Und zwar. Unrolled, aufgerollt, den Encoder und den Decoder. Ich habe unten mal eine Übersetzung drunter geschrieben. Ja, das ist so die Beispielanwendung dafür, ist Machine Translation. Ich liebe die Sprache Julia, vielleicht kommen irgendwelche Worte hier noch dazwischen. Soll oben geben, I love the language Julia. Und wir sammeln die ganzen Encoder Hidden States auf, während der Encoder arbeitet, geben die alle weiter. Und jetzt brauchen wir die Alphas, jetzt brauchen wir die Attention Factors. Wovon hängen die ab? Naja, die können wir abhängig machen von allem, was wir haben. Ja, wir haben zum Beispiel den aktuellen State von unserer Zelle. Ja, die wird definiert, einerseits vielleicht, wenn es ein LSTM ist, durch den Cell State, aber sie wird auf jeden Fall definiert durch den letzten Output, durch den Hidden State. Ja, der Hidden State definiert, in welchem State eigentlich meine Zelle gerade ist. Also das ist bestimmt ganz arg wichtig, dieses H da oben. Ja, der Hidden State, der aktuelle Hidden State des Decoder-Neurons, das ist wichtig. Es ist vielleicht auch wichtig, der Input, den es gerade kriegt. Vielleicht ist wichtig, der Input, den der Encoder gekriegt hat. Vielleicht ist auch wichtig der Output, den der Encoder gekriegt hat. Also alle diese Sachen könnten potenziell wichtig sein oder ein guter Anhaltspunkt sein, um Attention-Faktoren zu berechnen. Jetzt habe ich Ihnen noch mal ein anderes Bild gemalt, und zwar habe ich in der S2S-Vorlesung habe ich das alles ja von Hand gemalt. Habe mir gedacht, ich male es Ihnen nochmal in schöner, dass Sie es auch lesen können. Ja, das ist die Darstellung so ähnlich, wie ich sie von Hand gemalt hatte. Wir mal schauen, ob ich hier neben dran komme. Ja, also wir übersetzen wieder sogar das gleiche Beispiel wie dort, den Satz "Ich liebe Julia" in "I love Julia". Hier läuft unser Encoder ab. Ja, jetzt, ich male es ja immer, wissen Sie schon, von oben nach unten und nicht von unten nach oben wie Google. Deshalb ist das jetzt auch wieder rumgedreht. Wir propagieren von oben nach unten durch. Der Encoder, wir übergeben den endgültigen State vom Encoder an den Decoder und dann schubsen wir den Decoder an mit einer Start-of-Sequence hier und wir rechnen unten den Loss. Der soll hier die 33 ausgeben, also einen I ausgeben. Ja, und im nächsten Schritt soll er einen Love ausgeben und so weiter und so weiter und so weiter. Also, wie sieht das jetzt aus? Jetzt schauen wir uns die Attention an. Attention heißt, ich blende mal die ersten beiden Schritte hier aus, weil die seien schon rum. Wir sind jetzt hier im dritten Schritt vom Decoder und wir wollen jetzt wissen, wie sind unsere Attention-Faktoren? Also, welchen State soll ich hier als Input benutzen? Soll ich den benutzen, der hier gerade rauskommt? Soll ich den benutzen? Oder soll ich vielleicht den benutzen? Oder soll ich den benutzen? Oder was soll ich der Unit als Input geben? Und dazu brauche ich die Attention-Faktoren. Ich habe hier mal Ihnen hier auch nochmal reingemalt, wie man das machen könnte. Theoretisch. Ja? Also was ist alles möglich? Als erstes mal, das Schaubild sieht ein bisschen kompliziert aus. Ja? Ich muss mich entschuldigen, ich habe es nicht einfacher hingekriegt. Aber ich glaube, Sie können es verstehen.
Ja, also das erste ist mal, wir sammeln hier tatsächlich alle Encoder Hidden States auf. Während das Ding hier läuft, sammeln wir auf und speichern die alle ab. Das gibt nicht einen Vektor, es gibt eine Matrix. Also für eine Unit gibt es einen Vektor, weil für jeden Zeitschritt eben ein Output kommt. Da wir aber in der Praxis viele Units haben, 512 oder 1024 Units haben, haben wir eine Matrix. Die hat so viele Zeilen, wie wir Units haben, und die hat so viele Spalten, wie wir Zeitschritte haben. Also diese gesammelten Encoder Hidden States sind eine Matrix, die alle Outputs da oben enthält. Jetzt definiere ich mir hier einfach mal eine Funktion, die habe ich F-Align genannt, also eine Alignment-Funktion. Die soll mir meine sogenannten Alignment-Scores berechnen. Also die soll mir berechnen, mit welchem Schritt des Inputs mein aktueller Schritt am Decoder zusammenhängt. Also welcher Schritt vom Encoder ist wichtig für das, was ich gerade hier mache. Das heißt, ich brauche einen Faktor für jeden Schritt hier. Für jeden Schritt vom Encoder brauche ich einen Faktor. Dazu definiere ich mir diese Alignment-Funktion und sage zunächst mal, ja, das ist eben eine Funktion f und die hängt von irgendwas ab. Wie gerade schon gesagt, die könnte abhängen vom letzten Output hier, ja, Last State. Die könnte abhängen von diesem ganzen Encoder Hidden State hier, von dieser ganzen Matrix. Die könnte auch abhängen, zum Beispiel davon, was gerade als nächstes als Input kommt. Ja? Also alles, was ich mir denken kann, kann ich im Prinzip da reinschreiben. Davon kann es abhängen. Technisches Detail noch, das wir nicht ganz vergessen dürfen, ist, es hat sich eingebürgert, dass wir, wenn wir diese Alignment Scores berechnet haben, die nicht einfach benutzen als Gewichte, sondern wir machen noch eine Softmax-Funktion damit, weil wir machen am Ende ja eine gewichtete Summe. Ja, wir wollen für jede Unit haben eine gewichtete Summe über die ganze Zeit. Und wenn wir eine gewichtete Summe haben, ist es eine gute Idee, wenn die Summe der Gewichte 1 ergibt, so wie Softmax das uns macht, und wenn vielleicht das auch noch pointiert ist, das heißt, wenn ein einzelner Zeitschritt besonders wichtig ist, also einen großen Wert hat und alle anderen einen möglichst kleinen Wert haben, sodass eben nach Möglichkeit nicht einfach, dass so ein Mischmasch rauskommt, ach, nimm von jedem ein bisschen, sondern dass nach Möglichkeit rauskommt, nimm die Nummer 15 oder nimm die Nummer 3. Und das schaffen wir mit Softmax. Ja? Also Softmax ist technisch aber eine nette Sache, dass wir daraus nochmal eine Softmax, darauf nochmal eine Softmax einwenden. Wenn wir diese Alphas haben, also jetzt einen Vektor aus Alignment-Faktoren, dann können wir den einfach multiplizieren mit unserer Matrix, beziehungsweise ja, wir rechnen die Matrix mal A transponiert. Können wir gleich nochmal aufmalen, wie die Matrizen aussehen, damit man es multiplizieren kann. Und dann bekommen wir direkt die gewichtete Summe für jedes Neuron. Und das ist dann unser Kontextvektor. Also statt einfach nur einen Kontextvektor zu nehmen, hier aus dem letzten Schritt, verwenden wir einen Kontextvektor, der zwar diesen letzten Schritt auch enthält, der geht da oben rein als Abhängigkeit, der aber auch berechnet noch mit berücksichtigt die gesamten Encoder Hidden States und uns damit ermöglicht, zusätzliche Informationen von da hinten quasi mit einzuschleusen an der Stelle. Und die nehme ich dann als Input für mein LSTM gemeinsam mit meinem nächsten Trainingsinput genau gleich. Ja? Die LSTM ist genau dieselbe wie bisher auch. Der einzige Unterschied ist, statt dass wir unseren Kontext alleine aus dem letzten Output hier nehmen, aus dem eigenen Hidden State, verwursteln wir den jetzt hier quasi noch mit dem Encoder Hidden State oder mit was auch immer uns gerade einfällt, multiplizieren das einmal durch mit unseren Hidden States und bekommen dann hier, also technisch genau das Gleiche, mit einem Vektor, der wieder für eine Unit und für ein Pattern ein Vektor ist, der so viele Elemente hat, wie wir hier im
in unserem neuronalen Netz, in unserer LSTM-Layer, in unserer RNN-Layer Units haben. Ja, also wenn wir 512 Units haben, hat das Ding hier 512 Elemente. Okay, das sind die Attention-Faktoren. Ja, schauen Sie sich das nochmal an. Ich bin unscharf, aber ist auch nicht so wichtig. So funktioniert das. Ja, das Bild, ich gebe es zu, es ist ein bisschen kompliziert. Ich habe hier die Encoder Hidden States nochmal hingemalt. Ja, das sind dieselben, die da auch sind, damit ich nicht die Pfeile so lang machen muss. Aber ich glaube, man kann es verstehen. Ja, hier werden alle Hidden States eingesammelt. Ich ziehe die hier nochmal rüber, weil die werden alle mit den Alphas multipliziert, um quasi einen Kontext Vektor hier zu bekommen. Diesen Kontextvektor, genau, habe ich hier nochmal ein bisschen genauer hingeschrieben, wie man den berechnet. Also wir haben unsere Alignment-Funktion, die liefert uns, man sagt, man nennt die Dinger die Alignment-Funktion, ja? Und die Alignment-Scores, die daraus kommen, ist das Ergebnis. Darauf setzen wir noch einen Softmax als Skalierung. Und das Ergebnis sind jetzt unsere Alphas. Das sind unsere Attention-Gewichte, unsere Attention-Faktoren. Und um jetzt meinen Kontextvektor C zu berechnen, muss ich eben jeden Output hier mit dem entsprechenden Alpha multiplizieren. Ja, wenn ich hier an der ersten Stelle bin, muss ich alle Outputs von allen Neuronen, die an der Stelle sind, mit dem ersten Alpha multiplizieren, den Multiplikator mit dem zweiten Alpha multiplizieren, den Multiplikator mit dem dritten Alpha multiplizieren. Ich habe nur ein Alpha für einen Zeitschritt. Und das können wir wieder ganz einfach hinschreiben. Eben, entweder schreiben wir es hin als Summe oder wir schreiben es hin als Matrixmultiplikation. Das ist schöner, weil das können wir wieder genauso auf die GPU schicken. Viel, viel, viel schneller, Faktor 1000 schneller. Und noch schöner, man kann das hier natürlich gleich mit Matrizen auch machen. Sowohl h-eng als auch Alpha kann durchaus eine Dimension mehr haben, nämlich immer dann, wenn wir mit Mini-Batches arbeiten, und wir arbeiten immer mit Mini-Batches, dann haben wir eben gleich eine ganze Mini-Batch, dann haben wir eine ganze Mini-Batch von Alphas und wir haben eine ganze Mini-Batch von Patterns hier. Und da unsere LSTMs auch schon von vornherein mit Mini-Batches arbeiten können, auch unsere eigene Implementierung konnte das ja ad hoc aus dem Stand, wollen wir das hier natürlich auch so haben, dass es das alles mit Mini-Batches geht. Ja, und wenn Sie dann hier mit Summen und Schleifen anfangen zu arbeiten und Sie haben dreidimensionale Tensoren, über die Sie Ihre Schleifen machen müssen, dann werden Sie irgendwann nicht mehr fertig, dann wird es spätestens dann wird es unerlässlich, dass wir auf die Tensorarithmetik umsteigen. Zumal auch das ja wieder mit einer Dimension mehr von unseren GPUs locker berechnet werden kann. Jetzt sind wir hier beim Urvater aller Attention-Netze. Eine Publikation von Badenau und Bengio 2015. Und zwar, ja, Titel: Neural Machine Translation by Jointly Learning Align and Translate. Eben genau dieses, auf welchen Input soll ich schauen, ist das Alignment. Ja, ich aligne den Output mit dem Input und mache damit eine Übersetzung. Das Erste, was der Bengio sich überlegt hat, ist, was von diesem Wust nehmen wir oben rein als Information? Er nimmt rein den letzten State, also den Zustand, in dem der Decoder gerade ist. Und er nimmt rein die gesamte Matrix, den gesamten Tensor aller Hidden States. Also alles, was es während des Encoding als Zustände gab, plus den aktuellen Zustand, also den letzten Output. Ich habe das mal hier immer genannt, HDEC oder HT, je nachdem. T für wir sind jetzt im Zeitschritt T sozusagen und das andere habe ich h-inc genannt, also die Hidden States vom Encoder. h-inc ist immer eine Dimension mehr, ja, weil h-deck oder ht ist eben einer, nämlich der gerade hier, während h-inc immer
die quasi die Sammlung aller Encoder-States ist. Okay. Wie berechnen die ihre Alphas oder ihre Alignment Scores? Naja, wenn wir schon mal in einem neuronalen Netz sind, und wir sind hier ja in einem neuronalen Netz, was liegt näher, als ein neuronales Netz zu nehmen, um diese Alphas zu berechnen? Ja, und der Ansatz ist, ja, wir nehmen ein kleines MLP. Ja, wir setzen da einfach ein kleines extra MLP sozusagen hin, zwei oder drei Schichten, und füttern alles, was wir haben, an Input da oben rein und sagen, rauskommen sollen unsere Alphas. Sowas kann natürlich, sowas kann ein neuronales Netz lernen. Also bauen wir da so ein neuronales Netz hin und fertig. Nachteil ist, es ist nicht so super performant, aber es ist eine super Idee. Ja? Schauen wir mal, wie das funktioniert. Aus der damaligen Publikation. Also Sie sehen, das Netz, das Sie gebaut haben, war schon relativ groß. Es waren so etwa 850 Millionen Worte im Trainingsdatensatz. Das neuronale Netz hat 1000 Hidden Units gehabt, Encoder und Decoder und mehrere Schichten davon, vier Schichten oder so. Und Sie haben damit tatsächlich einen Übersetzer gebaut, der deutlich besser war oder deutlich besser ist auch immer noch als die normalen Sequence-to-Sequence-Übersetzer. Aber was eigentlich spannend ist, ist, was man erkennt, wenn man sich mal die Attention tatsächlich anschaut. Ja, wie sehen denn jetzt diese Attention-Gewichte aus? Und dazu kann man sich natürlich in jedem Decoder-Schritt einfach den Attention-Vektor ausgeben. Das ist jetzt hier immer eine Zeile, ja, eine Zeile Decoder Attention, und dann geht es in dem Fall jetzt ja von oben nach unten durch. Erster Schritt, zweiter Schritt, dritter Schritt und so weiter. Ja, und Sie sehen jetzt, ich kann es von hier aus nicht lesen, aber Sie können es wahrscheinlich lesen, wenn Sie dichter dran sind. Sie sehen hier oben den englischen Satz und Sie sehen hier den französischen Satz und Sie sehen, dass das relativ über die Diagonale geht. Ja, gut, das ist logisch. Ja, die meisten Sätze sind doch so aufgebaut, dass das erste Wort mit dem ersten oder mit einem ganz vorne was zu tun hat und das letzte Wort eher mit einem ganz hinten und dass es irgendwie sich so in der Diagonale abspielt. Und also die erste Erkenntnis, wenn man das anschaut, ist, es scheint prinzipiell zu funktionieren. Es sieht so aus, als würden diese Attention-Faktoren tatsächlich so sein, dass der immer etwa auf das richtige Wort an der richtigen Stelle auch die Attention legt. Wenn ich in der Mitte vom Satz bin, dann ist auch die Attention auf die Mitte vom Satz. Es ist aber noch besser. Schauen Sie mal hier hin, was steht denn da? Lassen Sie mich mal gucken, ich muss mal genauer gucken. Ja, da steht genau, da steht Marine Environment da oben. Marine Environment. Und hier sehen Sie, da ist die Diagonale aufgebrochen. Das geht hier irgendwie über Kreuz. Und wenn Sie hier schauen im Französischen, dann sehen Sie, im Französischen steht da nicht Marine Environment, sondern da steht Environnement Marine oder wie auch immer das auf Französisch heißt. Ich kann kein Französisch. Aber andersrum. Ja, hier ist das Marine als erstes, da ist das Marine als zweites und die Attention hat es erkannt. Ja, die Attention erkennt, dass er hier über Kreuz gucken muss. Dass er eben nicht auf die Diagonale gucken muss, sondern dass er auf das nächste Wort und dann nachher auf das letzte Wort gucken muss. Er muss hier über Kreuz gucken. Daneben ist noch ein Beispiel, wo das über drei geht. Ja, was war da das Beispiel? Kann ich es lesen? Der European Economic Area, genau, ja, der European Economic Area, die heißt auf Französisch auch andersrum, ja, da ist auch die Area European Economic verdreht drin und auch das erkennt er wunderbar, ja, auch hier erkennt die Attention-Faktoren, haben gelernt, dass in so einem Kontext die Attention nicht entlang der Diagonale gehen muss, sondern dass er hier zwei nach vorne oder zwei nach hinten schauen muss, um das richtige Wort zu übersetzen. Also es scheint so, dass so ein neuronales Netz hier eingebaut tatsächlich in der Lage ist, diese Attention-Faktoren kontextabhängig richtig zu setzen. Ja, das wird so trainiert, das neuronale Netz, dass es die richtigen Attention-Faktoren hier setzt, überwiegend entlang der Diagonale,
aber wenn nötig auch abweichend von der Diagonale. Also ziemlich verblüffend. Es gibt ein Tutorial dazu noch. Da werde ich mit Ihnen so ein Netz auch nochmal selber machen, aufbauend auf unserem Translator, den wir im letzten Vorlesungsblock schon hatten. Und bin mal gespannt, ob das da auch funktioniert, ob wir da sowas auch sehen können. Okay. Wenn Sie jetzt allerdings die Publikation lesen, da unten, da steht irgendwo, das ist ein neuronales Netz. Wenn Sie die Formel angucken, dann sieht es aber komisch aus. Ja? Wenn Sie die Formel angucken, dann steht da irgendwie sowas hier. Da steht nicht MLP von Last Decoder State und Encoder Annotations. Ja? Das ist der Output hier. Ich habe das immer in der gleichen Farbe gemacht. Ja? Violett ist immer Decoder, blau ist Encoder. Sondern da steht sowas. Da steht, mach eine Konkatenierung. Man sagt auch dazu, Badenau-Style Alignment ist Comcat-Style. Ja, also wir hängen den Decoder vom Zeitpunkt, den wir hier haben, mit dem Encoder aneinander. Schieben das dann durch ein neuronales Netz. Allerdings, statt durch ein neuronales Netz zu schieben, multipliziert er das hier mit einem Gewicht, macht einen Tangens-Hyperbolikus, multipliziert das Ergebnis nochmal mit der Gewichtsmatrix. Was soll das? Denken Sie kurz nach, was das soll. Was ist denn eine Densschicht? Was ist denn eine Schicht in unserem neuronalen Netz? Wie hatten wir die implementiert? Wir hatten eine vollständig verknüpfte Schicht im neuronalen Netz definiert als y gleich w mal x plus b. Ja, wenn wir jetzt mal den Bias vergessen, da ist nur Konfiguration, den brauchen wir hier vielleicht nicht, dann bleibt für die Densschicht eigentlich nur übrig, oder für die vollständig verknüpfte Schicht im MLP, für die Perzeptronschicht bleibt übrig, das ist w mal x. Also w mal meinem Input ist tatsächlich von der Mathematik her nichts anderes als ein vollständig verknüpfter Layer vom Perzeptron. Ganz einfach. Ja? Das ist ein Layer Perzeptron. Dann rechnen wir Tangens-Hyperbolikus, ist die Aktivierungsfunktion. Also das ganze Tangens-Hyperbolikus W mal Concat ist nichts anderes als ein Layer mit Aktivierungsfunktion Tangens-Hyperbolikus. Und jetzt wird das Ganze nochmal multipliziert mit einer Gewichtsmatrix. Joa, nu. Was ist es? Ein zweiter Layer. Also, diese Schreibweise hier ist einfach nur die Implementierung aufgedröselt. Wir schreiben da nicht hin, wir nehmen nicht aus dem TensorFlow Framework die Linearschichten raus, um ein MLP aufzubauen, sondern wir nehmen einfach die Matrixmultiplikation stattdessen. Aber das ist ganz genau das Gleiche. Ja, das ist ganz genau das Gleiche wie so ein neuronales Netz. Aber wenn Sie heute nachlesen, eben googeln Sie mal Badenau Attention, dann finden Sie auch nicht die Formel. Ja, manchmal finden Sie die Formel, meistens finden Sie die Formel. Dann steht da in dem Tangens-Hyperbolikus steht W mal das eine. Plus W mal das andere. Das ist jetzt nochmal was anderes. Was soll jetzt das? Wir wollen so ein neuronales Netz. Wir können leicht akzeptieren, dass diese Formel da oben völlig äquivalent ist zu unserem neuronalen Netz. Deshalb können wir die so einfach auch benutzen. Aber die zweite ist das auch das Gleiche. Da muss ich, glaube ich, mal an die Tafel kommen. Ich komme mal vor an die Tafel. Und dann schauen wir mal, ob das das Gleiche ist oder nicht. Wir wollen wissen, ob das hier, diese Summe, tatsächlich gleichbedeutend sein soll, wie mit dem Concat-Style, also mit dem Konkatenieren der beiden Tensoren H-Deck und H-Inc. Schauen wir uns das mal an. Was wir eigentlich wollen, ist doch eigentlich Folgendes. Wir haben ein neuronales Netz, das besteht aus ein paar Neuronen. Die einen
Das ist der Decoder vom Decoder und die anderen vom Encoder. Da habe ich die falsche Farbe genommen. Sorry. Die anderen vom Encoder. Und wir wollen ein neuronales Netz machen, das am Ende zum Beispiel so viele Outputs liefert, wie wir Units haben in unseren Schichten. Also werden es hier jedes Mal zwei. Dann können wir einzeichnen, wie hier die Verknüpfung aussieht. Gut, das ist jedes mit jedem verknüpft, fully connected, ein Dense Layer. Das gilt sowohl für die violetten als auch für die blauen. Ja, das heißt, die Aktivierung zum Beispiel von dem Neuron hier, die setzt sich eben zusammen aus dem Gewicht hier mal der Aktivierung plus dem Gewicht mal der Aktivierung plus dem Gewicht mal ja, plus dem Gewicht mal der Aktivierung plus dem Gewicht mal der Aktivierung. Also viermal die Summe aus Gewicht mal Output. Jetzt kommt die Alternative. Wir haben einfach nur unsere beiden Neuronen. Und trennen die in zwei Netze. Ja, also wir machen jetzt einmal das violette Netz, das Decoder-Netz und dann machen wir das Encoder-Netz. Und wir machen wieder fully connected. Das sieht jetzt so aus. Fully connected. Jetzt gehen wir her und machen hier ein Plus dazwischen, ja, einen Punkt Plus, also ein gebroadcastetes Plus, sprich, wir addieren die Werte von denen und die Werte von denen zusammen, um nachher unsere beiden Neuronen hier zu haben. Ja, das ist jeweils ein Plus hier, Plus und Plus. Was rechnen wir auf der rechten Seite? Ja, nehmen wir zum Beispiel dieses Neuron hier. Ja, wir rechnen Gewicht mal Aktivierung plus Gewicht mal Aktivierung und sind fertig. Aber auf der anderen Seite rechnen wir hier Gewicht mal Aktivierung plus Gewicht mal Aktivierung und sind fertig. Und jetzt addieren wir beide zusammen. Das heißt, was wir hier unten für dieses Neuron hier haben, ist tatsächlich nichts anderes als die Summe aus allen vier Gewicht mal Aktivierung. Tatsächlich ist es so, man kann das neuronale Netz an der Stelle auseinanderziehen. Und wenn wir das auf die Art und Weise rechnen, dann haben wir exakt genau das gleiche gemacht wie auf der linken Seite. Ja, das ist wirklich exakt genau das gleiche, was hier rauskommt. Die Frage ist, was haben wir gewonnen durch das Auseinanderziehen? Zunächst mal haben wir was verloren, weil wir müssen zwei Matrix-Multiplikationen machen anstatt einer. Das dauert auf der GPU vermutlich doppelt so lang. Aber wir haben auch was gewonnen. Das Erste, was wir gewonnen haben, ist, wir brauchen keine Konkatenierung mehr. Konkat ist nämlich, klingt harmloser, als es ist, um zwei mehrdimensionale Arrays zu konkatenieren, muss man komplett den Speicher neu vergeben, ja, muss Speicher allokieren für das neue Array, dann beide reinkopieren, wenn das Ganze auf der GPU stattfindet. Kann es durchaus sein, dass man eventuell dazu die Arrays aus der GPU rausholen muss, konkatenieren, wieder reinschreiben muss, also gar nicht gut. Also wir umgehen das Konkatenieren, das ist das eine. Das zweite, was interessant ist, ist aber noch was anderes, nämlich die rechte Seite hier, die Encoder-Seite, die muss nicht so oft aktualisiert werden wie die Decoder-Seite. Ja, denn auf der Decoder-Seite dieses HT-1, das müssen wir natürlich in jedem Loop des Decoders, in jeder Runde, in der der Decoder arbeitet, müssen wir das neu berechnen. Während die rechte Seite, die muss man nicht neu berechnen. Die rechte Seite, die bleibt für die gesamte Schleife erhalten, also für den gesamten Decoder-Durchlauf, bleibt die ja erhalten. Das heißt, ich kann die rechte Seite auf die Art und Weise einmal vorberechnen. Und muss dann nur noch das kleine Decoder-Netzwerk rechnen. Ich sage jetzt das kleine, weil links HDIC
ist ja ohne Mini-Batches, ist es nur ein eindimensionaler Vektor. Mit Mini-Batches ist es eine zweidimensionale Matrix. Aber H-Inc. ist ja viel größer. Ja, H-Dick, machen wir wieder die Farbe richtig. Das ist ja tatsächlich, wenn ich ohne Mini-Batches bin, die Zahl der Units für ein Pattern. Wenn ich Mini-Batches habe, dann habe ich das Ganze noch für die Mini-Batches. Ja. Aber mein H-Inc sieht anders aus. Mein H-Inc ist schon im einfachen Fall nicht nur die Zahl der Units, weil ich habe ja auch die Zahl der Schritte noch mit drin. Units und Schritte. Für jeden Zeitschritt bekomme ich einmal den Output aller Units. Und wenn ich jetzt noch eine andere Farbe nehme, wenn ich jetzt noch Mini-Batches reinmache, dann wird das Ganze noch größer. Ja, wenn ich jetzt noch Mini-Batches reinmache, dann bekomme ich so einen dreidimensionalen Tensor. Das heißt, das ist diese blaue Seite, die ist sehr viel größer, da ist sehr viel mehr zu arbeiten. Und wenn ich die vorberechnen kann, dann habe ich da schon was gewonnen. Das heißt, kluge Implementierungen, die gehen tatsächlich auch her und berechnen diese rechte Seite nur einmal und berechnen eben jeweils nur den linken Teil neu. Nachdem wir jetzt wissen, dass es erlaubt ist, so zu rechnen, möchte ich mich noch mal ein bisschen mehr der Implementierung nähern. Und zwar schauen wir uns mal an, wie die Tensoren jetzt eigentlich aussehen, dass wir sehen, wie wir das dann nachher tatsächlich implementieren müssen. Also, wir nehmen unser HDIC und HINC wieder. Also mein HDIC im einfachen Falle, wenn ich nur ohne Mini-Batches arbeite, ich mache mal ohne Mini-Batches, ja, habe ich hier für mein HDIC einen Vektor. Wenn ich drei Units habe, dann sieht er so aus. Ja, ein eindimensionaler Vektor ist by default ein Spaltenvektor. Für mein H-Inc habe ich, auch wenn ich wieder drei Units habe, trotzdem eine Matrix natürlich. U gleich 3 MB. Ja, nein, nicht MB, U, Zeitschritte. Entschuldigung, Entschuldigung, Zeitschritte sind das natürlich, ja, T. Für jeden Zeitschritt, also für jeden Step, den mein Encoder im Loop gelaufen ist, habe ich da eine Spalte. Ja, jetzt kann ich das multiplizieren mit der Gewichtsmatrix. Ich könnte auch hergehen, so werden wir es nachher implementieren, ich nehme da einfach eine Denkschicht dazu. Ja, also gehen wir wieder zurück auf die ursprüngliche Idee von den Erfindern. Wir nehmen da einfach eine Densschicht an der Stelle. Ja, ich schreibe hier mal hin Dens. Und hier schreibe ich hin Dens. Und wie viel Output ich habe, hängt jetzt davon ab, wie die Densschicht konfiguriert ist, also sprich, wie mein W dimensioniert ist. Aber ich mache es mal so, dass auch wieder drei Units rauskommen. Üblicherweise macht man das so, weil ich gleich viele Units im Encoder und im Decoder habe. Also gehe ich da auf drei runter. Und jetzt sehen Sie was Interessantes. Wenn ich den hier mit durch eine 3x3 Matrix multipliziere, also W mal diesem einen pinkfarbenen, magentafarbenen Vektor, dann bekomme ich als Ergebnis wieder Vektor der Länge 3 aus meiner Densschicht raus. Und wenn ich das gleiche mache mit meiner Matrix, dann kennen Sie das Spielchen, dann bekomme ich für jede Spalte der Matrix wieder eine Spalte meiner Zielmatrix raus. Und die Densmatrix, mein W
ist hier 3 mal 3 und mein W ist hier auch 3 mal 3. Das heißt, die Zeitschritte, die gehen quasi jetzt hier ein, wie sonst eine Mini-Batch. Das ist clever, weil die Zahl der Zeitschritte, die kann ich ja nicht in mein Design hart verdrahten, weil die weiß ich nicht. Die kann ja auch bei jedem Mini-Batch oder bei jedem Muster anders sein. Also wenn ich das auf diese Art und Weise implementiere, wenn ich quasi so tue, als sei das tatsächlich eine Dämmschicht dazwischen, dann kann ich wunderbar mit unterschiedlich langen Zeitreihen hier arbeiten, mit unterschiedlich langen Sequenzen arbeiten und bekomme halt entsprechend hier eine größere Matrix, eine längere Matrix oder eine kürzere Matrix. So, jetzt muss ich die beiden Dinge zusammenzählen. Also hier einen Plus machen, aber gebroadcastet zusammenzählen. Elementweise Addition geht natürlich eigentlich nur, wenn die beiden Matrizen exakt gleich groß sind. Ich brauche für jedes Element links auch eins rechts. Aber alle Compiler, alle Programmiersprachen, die broadcasten können, die können auch recyceln. Recycling ist das Konzept, dass wenn meinem Array auf der einen Seite der Broadcast-Operation eine Dimension fehlt, dann ist der Compiler so clever, die zu vervielfältigen. Also sprich, wenn mir hier die zweite Dimension fehlt, dann wird der Compiler automatisch hergehen und sagen, okay, dann recycle ich meinen Vektor einfach wieder und hänge den immer nebeneinander, so oft wie ich ihn brauche. Ja, also ich multipliziere jeden Vektor elementweise hier mit dem und dann mit dem nächsten und dann mit dem nächsten und dann mit dem nächsten und so weiter. Ja, das Recycling ist beim Broadcasten immer mit dabei. Das ist sehr praktisch, weil auf diese Art und Weise kann ich jetzt tatsächlich die unterschiedlich großen Matrizen einfach miteinander elementweise addieren. Wunderbar. Und dann rechne ich aus dem Ganzen noch hier einen Tangenshyperbolikus. Dass ich meine Aktivierungsfunktion habe. Jetzt mache ich noch mal eine Dense-Operation. Und zwar mit einer 1x3-Matrix. Also auf 1 runter. Sprich, ich mache einen Layer, der nur ein Neuron hat, ja, fully connected fan-in, aber nur ein Neuron. Das heißt, hier oben habe ich ja, ich mache es vielleicht jetzt mal rot, hier habe ich ja meine Summenmatrix. Ja, die hat immer noch 3 Zeilen, das waren meine 3 Units. Und die hat so viele Spalten, wie ich auf der rechten Seite hier Spalten hatte, das heißt, wie ich Zeitschritte hatte. Und wenn ich jetzt hier das mit dieser 1x3-Matrix multipliziere, was kommt da raus? Dann kommt da raus ein Vektor, der ist 1 hoch, die erste Dimension ist 1, das ist diese 1 hier. Die 3 ist die Dimension, über die summiert wird, die fällt weg und ich bekomme so viele Elemente in meinem Zeilenvektor drin, wie ich Zeitschritte t habe. Ja, das hier war Units mal t groß und hier habe ich 1 mal t groß noch. Perfekt, ja, perfekt. Diese Elemente dieses Vektors sind jetzt nichts anderes als meine Scores. Ja, meine Alignment Scores. Und wenn ich da jetzt noch einen Softmax mache, aus diesem Ding, dann habe ich meine Alphas. Also Sie sehen, das geht wunderbar. Ich kann sogar mit unterschiedlich langen Zeitreihen arbeiten und das geht perfekt. Was uns jetzt noch fehlt, ist die Berechnung des eigentlichen Kontexts, also das, was nachher als Input reinkommt in unsere Frequent Unit. Das heißt, dazu nehme ich mein H-Inc wieder, also meine Matrix, in der alle Hidden States während des Encodings gespeichert sind. Ja, das ist exakt die gleiche, die ich da vorne auch habe, dieselbe. H-Inc.
Die ist T, Zeitschritte mal Units groß. Und jetzt muss ich eine mit Alpha gewichtete Summe machen. Ja, ich habe meinen Vektor Alpha. Eine mit Alpha gewichtete Summe machen, die so geht, dass ich für das erste Element quasi berechne das erste mal den ersten plus das zweite mal den zweiten plus das dritte mal den dritten plus das vierte mal den vierten und so weiter gibt das erste Element hier. Das kann ich jetzt so rechnen, wenn ich das irgendwie mit Schleifen implementiere. Wenn ich wieder Tensorarithmetik machen will, muss ich, sieht man eigentlich auf Anhieb, was ich machen muss. Ich brauche ja immer in der ersten Matrix so viele Spalten, wie ich in der zweiten Matrix Zeilen brauche. Das heißt, ich brauche hier Alpha transponiert dazu. Ich muss mein Alpha transponieren. Und jetzt ist tatsächlich das Ganze nichts anderes als wieder eine Matrixmultiplikation. Ja, ich kann direkt in einem Aufwasch, in einem Schritt mein h-inc multiplizieren mit meinem transponierten Alpha-Vektor und bekomme direkt ein Vektor raus, der ist jetzt 3 lang. Ja? Die lange Dimension hier, die über t, über die wird ja summiert. Das gibt jedes Mal nur ein Feld. Und das hier gibt das zweite und das hier gibt das dritte. Ja, anders interpretiert könnte man sagen, dass dieser Wert hier oben, der ist das Skalarprodukt aus diesem Vektor und diesem Vektor. Und der nächste, sorry, das verrutscht hier, der nächste ist das Skalarprodukt aus dem mittleren Vektor und dem Vektor und der untere ist das Skalarprodukt vom unteren Vektor, dem Vektor. Das ist die gewichtete Summe, mit der ich am Ende hier meinen neuen Kontext C berechne. Das ist dann der Input für mein LSTM im nächsten Schritt. Hier nochmal unser Tafelbild. Wenn ich so genau anschaue, muss ich sagen, ich verstehe es auch nicht mehr so ganz. Ein typisches Tafelbild von mir. Aber Sie können sich ja nochmal anschauen, wie es entsteht, wie es entwickelt wird im Video. Ich glaube, dann ist es schon klar. Ja? Wichtig einfach immer, deshalb zeige ich Ihnen das, wir müssen diese Tensorarithmetik machen, damit wir die GPU richtig nutzen können. Und die kann man nur machen, wenn man weiß, wie unsere mehrdimensionalen Arrays tatsächlich aussehen, damit die Rechnung dann auch richtig wird. Also scheuen Sie sich nicht davor, solche Skizzen zu machen, um einfach genau sich vorstellen zu können, was wir da eigentlich machen. Ja, es ist eine schlechte Idee, einfach nur die TensorFlow-Funktion aufzurufen, BMM und ja, mal zu lesen, was man der Funktion übergeben muss, damit hoffentlich das Richtige rauskommt. Es ist eigentlich immer cleverer, genau zu wissen, was man hinschreibt. Okay. Aber jetzt schauen wir uns die Implementierung tatsächlich an. Das ist hier mal eine super billig Implementierung, die ich Ihnen hier gemacht habe. Und zwar für den Fall ohne Mini-Batches. Ja, wir sehen hier HT, also der aktuelle Decoder-State. Der ist einfach nur ein Vektor, n Units lang. Ja, ein Zeilenvektor, der so viele Elemente hat, wie wir Units haben in unserem Decoder. H-Inc sind wieder unsere gesammelten States des Encoders. Ja, das ist also eine Matrix, die auch wieder, die quasi aus ganz vielen Vektoren besteht, die jeweils die Units beinhalten und dann aber für jeden Zeitschritt so einen Vektor. Das heißt, das ist eine Matrix, die ist so hoch, die hat so viele Zeilen, wie wir Units haben und aber so viele Spalten nebeneinander, wie wir Zeitschritte haben, wie wir Steps haben. So, jetzt müssen wir das verarbeiten und dazu brauche ich eben meinen Typ hier, der unsere drei Dense-Schichten hat, so wie es
wo ich es gerade vorher erklärt habe. Wir implementieren das, indem wir einfach drei Grenzschichten definieren. Zwei innerhalb des Tangens-Hyperbolikus hier für den Encoder-Teil und für den Decoder-Teil und dann eine, die dann nachher das Addierte wieder nochmal mit der Gewichtsmatrix multipliziert. Es gibt mittlerweile im Helferlein-Paket einen Lineartyp. Das ist eine Densschicht, die sich so ein bisschen so verhält wie die Lineartypen von PyTorch und TensorFlow. Das heißt, wie der Name sagt, linear, da ist die Standardaktivierungsfunktion, ist schon die Identity, da muss man das nicht hinschreiben. Und man kann bei dem Lineartyp auch den Bias ausschalten, weil den Bias brauchen wir hier eigentlich nicht. Ja, deshalb könnten wir hier den Bias einfach weglassen. Und unsere Standard-Densschicht, die kann eigentlich ja nur Vektoren und Matrizen, die kann keine dreidimensionalen Arrays als Input verkraften. Der Lineartyp kann das. Ja, der macht einfach einen Reshape vorher und nachher, damit beliebig dimensionale Tensoren als Input akzeptiert werden. Also Sie können hier, wenn Sie es mit dem Helferlein-Paket machen, können Sie diesen Lineartyp nehmen, dann sind Sie noch ein bisschen allgemeiner, dann wird es noch ein bisschen eleganter. Okay, was ich hier jetzt gemacht habe, ist explizit mir gesagt, wir müssen das ja elementweise addieren. Wenn wir das elementweise addieren, dann müssen ja die beiden Arrays auf der linken und auf der rechten Seite müssen ja möglichst exakt gleich sein. Ja? Wenn ich elementweise addieren will, brauche ich auf beiden Seiten gleich viel. Ja? Wenn ich da weniger habe, hier nur einen habe und da fünf, kann ich nicht mehr elementweise addieren. Deshalb bin ich hier mal ganz ausführlich hergegangen und habe meine Decoder-Seite aufgeblasen, habe gesagt, ich mache einen H-Deck. Das ist mein HT, also mein einer Vektor. Step mal hintereinander gehängt. Und damit habe ich zwei Matrizen, die genau gleich aussehen. Ja? Die eine ist die Encoder-Matrix mit meinen gesammelten States und das zweite ist die Decoder-Matrix, die besteht aus lauter gleichen Spalten. Tatsächlich brauche ich das nicht. Ja? Die Zeile können Sie in der Implementierung weglassen. Die ist hier nur dran, damit das richtig ganz ausführlich ist, damit man versteht, was hier passiert. Tatsächlich ist das nicht nötig, weil alle Programmiersprachen, die broadcasten können, die zum Pünktchen oder NumPy macht das Ganze auch ohne Pünktchen. Ja, NumPy broadcastet automatisch, wenn Sie zwei NumPy-Arrays addieren, passiert das automatisch elementweise. Alle Programmiersprachen, die broadcasten können, die können auch recyceln. Das heißt, wenn ich auf der einen Seite einen Vektor habe, auf der anderen Seite eine ganze Matrix habe, ich den mal weg, eine ganze Matrix habe, dann merkt das der Compiler und sagt, huch, wie mache ich das? Ja, wenn es geht, wenn es aufgeht von den Dimensionen her, dann geht er einfach her und vervielfältigt diesen einen Vektor in Richtung der Dimension, die fehlt. Ja, wenn dem eine Dimension fehlt, dann nimmt er einfach automatisch immer denselben und addiert den da drauf, addiert den auf den nächsten, addiert den auf den nächsten, addiert den auf den nächsten und so weiter. Man nennt es Recycling. Also Broadcasting und Recycling sind eng miteinander verknüpft. Und da man das ganz oft braucht, steckt es in allen Programmiersprachen eigentlich schon drin. Also jede moderne Programmiersprache, die broadcasten kann, die kann auch recyceln. Und deshalb kann ich mir das sparen. Ich kann tatsächlich, wir werden das später so machen, ich kann tatsächlich einen Vektor elementweise mit einer Matrix multiplizieren. Dank Recycling funktioniert das. Ist natürlich nochmal ein Schritt, den man sich überlegen muss, ob das auch funktioniert. Ja, es muss natürlich stimmen, es muss nach dem Recycling aufgehen. Deshalb habe ich es hier mal ganz ausführlich hingeschrieben, wie gesagt, aber Sie können die Zeile tatsächlich weglassen, das funktioniert auch so. Dann kommt ganz unten nochmal die Berechnung unseres Kontextvektors und wie gerade gesagt, ich muss meine Alphas transponieren, damit ich multiplizieren kann. Ja, deshalb ist es eine gute Idee, sich das hier vorher zu überlegen. Ja, ich sehe, ich muss das Alpha transponieren, damit ich das hier multiplizieren kann. Also transponiere ich das. Und ich gebe zurück. Das ist so Standard, wenn man so eine Attention implementiert, ist Standard, dass man im Kontextvektor und Alpha zurückgibt. Das Alpha braucht man eigentlich nicht. Ja, das Alpha brauchen wir nur, wenn wir
schauen wollen, wie die aussehen. Und das werden wir nachher machen, weil es ist ganz interessant zu gucken, wie sehen denn die Alphas jetzt eigentlich aus in jedem Zeitschritt. Und machen die Alphas das, was wir wollen, nämlich die Attention auf den richtigen Encoder-Zeitschritt zu lenken. Und wenn man das nachschauen will, dann brauchen die Alphas. Ja, deshalb sind typischerweise implementiert man Attention Layer so oder Attention Mechanismen so, dass man die Alphas eben auch rauskriegen kann, wenn man sie haben will. Okay. Ja, die einfache Implementierung ohne Mini-Batches. Wenn wir jetzt Mini-Batches haben, dann wird es ein kleines bisschen kniffliger, weil jetzt haben wir eben dreidimensionale Arrays und dreidimensionale Arrays, die können wir nicht einfach per Matrix-Multiplikation verarbeiten, sondern dreidimensionale Arrays, die müssen wir irgendwie anders verwursten. Und das habe ich Ihnen hier mal auch wieder ganz ausführlich exemplarisch hingeschrieben, wie man sowas machen kann. Die ersten drei Zeilen hier, die dienen lediglich dazu, dafür zu sorgen, dass wir auch immer dreidimensionale Arrays haben. Denn es könnte ja sein, ich rufe die Funktion auf, meinen Merkmechanismus hier auf, ohne Mini-Batches. Ja, im Fall ohne Mini-Batch soll es aber auch funktionieren. Deshalb sorge ich hier durch diese beiden Reshapes dafür, dass ich in jedem Fall im dreidimensionalen Fall bin. Und wenn es eben keine Mini-Batch gibt, dann ist die Mini-Batch-Dimension 1. Ja. Deshalb habe ich oben hingeschrieben, also HT ist jetzt Units mal Mini-Batches, das ist immer eine Matrix, die im Zweifel eben auch nur eine Spalte hat, aber es ist eine zweidimensionale Matrix. Und meine Encoder-States, das ist jetzt ein dreidimensionales Array, ja, weil ich eben eine Matrix, so wie vorher, habe für jedes Element der Mini-Batch, ja, für jede Sequenz der Mini-Batch. Wenn ich mehrere habe, habe ich eben mehrere Matrizen hintereinander gestapelt. Okay, hier sorge ich dafür, dass es immer so ist. Das ist schon mal das. Und jetzt kann ich aber natürlich den ersten Schritt, den kann ich genau gleich machen wie bisher. Ja, das funktioniert. Meine Denkschicht verarbeitet das. Das Broadcasting und Recycling funktioniert auch bei 2 und 3 Dimensionen. Ja, also auch hier wird die Matrix einfach mehrfach hintereinander kopiert, so dass ich auch auf der HT-Seite gedacht ein dreidimensionales Array habe, das einfach aus gleichen Ebenen besteht. Und das kann ich wieder eins zu eins, Element für Element zusammen addieren mit meinem H-Inc, mit meinem dreidimensionalen H-Inc. Ja, also hier habe ich es jetzt nicht mehr explizit gemacht, sondern hier verlasse ich mich drauf, dass der Broadcast-Operator das macht, ja, dass der erkennt, ich muss recyceln und ich muss die zweidimensionale HT-Matrix mehrfach hintereinander stellen. Aber das funktioniert, können sich darauf verlassen. Ja. Alle modernen Programmiersprachen können das. Manche können sogar ganz besonders, also R zum Beispiel kann sogar recyceln, wenn es keine neue Dimension braucht, sondern es kann sogar bestehende Dimensionen recyceln. In R können Sie einen Vektor der Länge 3 mit einem Vektor der Länge 6 einfach addieren und dann recycelt er das auch. Ja, macht ihn zweimal untereinander. Das ist ein bisschen skurril. Aber er ist eben ein bisschen skurril. Ist aber auch sehr praktisch. Ja? Man kann damit wiederum Sachen noch einfacher hinschreiben. Aber also NumPy macht das soweit, ich weiß nicht. Okay, also das gibt meinen Score genauso berechnet wie im zweidimensionalen Fall auch. Nur dass jetzt natürlich hier hinten auch wieder rauskommt, diese Attention Scores ist ein dreidimensionaler Tensor. Ja, ist ein dreidimensionales Array jetzt. Jetzt muss ich Softmax berechnen. Da muss ich ihm eben angeben, in welche Richtung soll denn der Softmax berechnet werden. Ich habe jetzt drei Dimensionen. Jetzt muss ich eben angeben, was ist denn die Richtung, über die mein Softmax normalisiert werden soll. Ja, wo soll die Summe 1 geben? In welche Richtung? Und die Summe soll 1 geben für meine Alphas über die Steps. Ja, es sollen ja Gewichte sein, mit denen ich eine gewichtete Summe über alle Schritte mache. Das heißt, ich muss über die Steps summieren und die Steps sind die dritte Dimension. Ja, deshalb mache ich den Softmax in Richtung der dritten. Dann kann ich aus meinen Alphas und meinem H-Inc die Cs, also meinen Kontextvektor, meinen endgültigen Kontextvektor berechnen. Das geht jetzt natürlich auch wieder nicht mehr als normale Matrix-Multiplikation, weil wir haben zwei dreidimensionale Tensoren, sowohl
Alpha als auch, nee, Alpha ist nicht mehr dreidimensional, weil ich ja summiert habe. Stimmt, ja, also ich habe wieder eine Matrix, eine Alpha-Matrix, und ich habe aber mein H-Eng, und die kann ich jetzt auch in dem gleichen Trick wieder multiplizieren. Ich kann mir quasi die Matrix-Multiplikation, die kann ich mir quasi simulieren, indem ich die drunterliegenden Operationen explizit hinschreibe, und dann kann ich es auch für höhere Dimensionen machen. Ja? Und genau das mache ich hier. Das heißt, ich mache wieder eine elementweise gebroadcastete Multiplikation von meiner Alpha-Matrix und meinem H-Inc. Die Alpha-Matrix muss recycelt werden, ja, weil das ist nur eine Matrix. Das heißt, die wird wieder zack, 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 zack hintereinander gehängt, sodass Alpha gedacht und H-Inc-R genau die gleiche Form haben, die gleichen Dimensionen haben, dann kann ich elementweise multiplizieren. Und jetzt muss ich nur überlegen, in welche Richtung muss ich Summen bilden, um wieder eine Dimension wegzubekommen. Ja, bei der Matrix-Multiplikation verschwindet ja immer ein Index. Und der Index, der weg muss, den muss ich mir jetzt überlegen, welcher muss weg bei meinem C. Mein C ist ja ein Kontextvektor für eine Sequenz an einer Stelle HT. Das heißt, das C enthält nur noch quasi einen Kontextvektor, ist also ein Vektor, der so lang ist, wie ich Units habe. Wenn ich Milli-Batches habe, dann ist es ein Vektor, dann ist es eine Matrix, der oft in der einen Richtung, in der ersten Richtung so lang ist, wie ich Units habe, in der zweiten Richtung die Zahl der Milli-Batches hat. Die Zeit ist weg. Ja, weil über die Zeit addiere ich ja gerade. Ich mache ja die gewichtete Summe über meine Steps. Also muss ich hier über die Zeit, über die Steps summieren, und die Steps, die stehen ganz hinten. Ja, das ist die Dimension 3. Also mache ich elementweise Multiplikation und summiere dann über die letzte Dimension. Dann habe ich quasi sowas gemacht, was einer Matrix-Multiplikation entspricht, aber mit dreidimensionalen Tensoren. Und das ist, überlegen Sie sich das nochmal selber ganz genau und probieren Sie es aus. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig, weil das ist die Strategie, mit der wir eben den Formalismus der Matrix-Multiplikation auf beliebig dimensionale Arrays erweitern können. Und das ist sehr einfach. Wenn Sie irgendein Tutorial lesen, PyTorch oder TensorFlow, dann steht da normalerweise an der Stelle steht ein BMM. Das ist die Batch-Matrix-Multiplikation. Was ist das? Was ist die BMM? Die BMM ist eben der Workaround, dass es keine Matrix-Multiplikation von dreidimensionalen Arrays gibt. Aber wenn die Arrays so aufgebaut, die dreidimensionalen Arrays so aufgebaut sind, dass ich immer Schichten habe, die ich multiplizieren kann. Und genau das brauche ich hier, nämlich ich habe hier eine Schicht und ich habe da eine Schicht, und die kann ich als Matrix-Multiplikation multiplizieren. Ja? Also die ist so und so aufgebaut. So, ja, so und so ist die aufgebaut, dass ich die multiplizieren kann. Und jetzt kommt die nächste Schicht darüber und die nächste Schicht darüber und die nächste Schicht darüber. Und die kann ich immer so rüber multiplizieren und bekomme dann hier wieder schichtenweise meine Ergebnismatrizen. Und da man sowas relativ häufig braucht, gibt es in den Frameworks die BMM-Funktion, die Batch-Matrix-Multiplikation. Die setzt eben voraus, dass eine Schicht hier, dass die multiplizierbar ist. Die beiden Matrizen muss ich multiplizieren können. Und dann kann ich aber das über alle Schichten einfach machen. Die BMM gibt es natürlich auch in der Julia-Welt. Ich muss gestehen, Sie kennen mich, ich finde das angenehmer, das so hinzuschreiben. Ja, weil wenn ich die BMM verwende, dann muss ich in der TensorFlow-API lesen, was macht denn BMM, und muss nachlesen, ah, da musst du das so angeben und das so angeben, und wenn du Glück hast, kommt dann vielleicht das Richtige raus. Es ist eigentlich nicht schwieriger, sich gleich zu überlegen, wie echt die Mathematik aussieht, die da drunter steckt, und das dann direkt so hinzuschreiben. Ja? Ob ich das so hinschreibe oder ob ich da BMM Alpha HNR hinschreibe. Der einzige Unterschied ist, wenn ich BMM hinschreibe, weiß ich nicht, ob das Ergebnis wirklich richtig ist. Vielleicht muss das eine transponiert sein, das andere nicht transponiert sein oder wie auch immer, oder ist die Reihenfolge stimmt nicht. Ja, bei Matrix-Multiplikation hängt es davon ab, was links steht, was rechts steht und so weiter.
Hier hängt es nicht davon ab, was links steht und was rechts steht, weil die elementweise Multiplikation, die geht, die ist natürlich kommutativ, die kann ich austauschen. Das heißt, hier sehe ich beim Hinschreiben, ob es richtig ist oder falsch ist. Wenn ich eine Blackbox-Funktion nehme, weiß ich es nicht wirklich, ob es richtig ist oder falsch ist. Deshalb, ich mache es immer lieber so. Aber wenn Sie nachher lieber die Blackbox-Funktion verwenden, ist das auch okay. Was ich in meinen Implementierungen fürs Helferlein-Paket hier überall gemacht habe, ist, dass ich am Ende die überschüssigen Dimensionen wieder entferne, weil wir bekommen am Ende sowohl für Alpha als auch für C Matrizen raus, zweidimensionale Matrizen raus. Ja. Alpha hat eben MB, also für jede Mini-Batch und für jeden Step eine Alpha. Und C hat für jedes Unit einen State und das Ganze für jede Mini-Batch. Also, aber es sind zweidimensionale Matrizen und deshalb entferne ich hier einfach explizit nochmal mit dem Reshape die überzähligen Dimensionen, damit hier 2D-Matrizen rauskommen. Okay, bisschen ausführlich erklärt, aber einmal machen wir es ausführlich. Die ganzen anderen machen wir dann nicht mehr so ausführlich. Damit Sie verstehen, was da steht, ist eigentlich relativ einfach. Ja, das ist die ganze Attention. Und das ist die komplizierteste Attention, die es gibt. Alle anderen Attentions sind einfacher. Aber auch die ist nicht wirklich schwierig zu implementieren. Ich glaube, man kann es verstehen. Mit diesem Video sind wir am Ende, aber natürlich nicht am Ende der Vorlesung, weil es fehlt ja noch ganz viel. Es fehlen noch ganz viele Attention-Mechanismen. Also bleiben Sie dran. Es geht weiter.